eigentlich ist Mega-Satan jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt zweimal hintereinander besiegen will. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich meine Spielsucht irgendwie befriedigen muss und da was freispielen will. Wir spielen Tainted Samson. Freunde, das ist unsere erste Tainted Samson-Erfahrung. Und Tainted Samson wird immer mehr rot, wie ihr seht. Und irgendwann wird Tainted Samson, je mehr Damage er dealt, auch einen sogenannten Berserk-Mode erreichen. Und in diesem Berserk-Mode haben wir die Möglichkeit, sehr viel Damage zu dealen. Und da ist er schon, der Berserk-Mode. Und der verlängert sich auch, wenn wir Gegner besiegen. Und wir sollten dementsprechend auch hier direkt zum Boss gehen. Wir haben gut Damage gedealt. Und hoffen jetzt einfach mal zweimal, okay. Und hoffen jetzt einfach mal, dass wir ein gutes Damage abbekommen jetzt. Ja, das ist ein Range-Up, okay. Es ist ein Range-Up, da kommen wir nicht ran. Was haben wir denn im Shop? Wir haben ein blaues Herz, das runtergesetzt ist. Das würde ich mir gleich holen. Allerdings wollen wir natürlich erstmal gucken, was wir hier sonst noch so haben auf der Ebene. Wir waren ja noch nicht im Itemraum. So. Okay, oh, hier würde sich Berserk so anbieten, ne? So, und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt ein gutes Item kriegen. Das wäre wünschenswert. Bitte? Oh, Halo! Halo ist sehr stabil. Halo ist ein sehr stabiles Item. Das ist natürlich mal wieder Burning Basement ist, finde ich, ungeil. Pass mal auf. Ich würde gerne... Ich würde gerne... Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Aber wenn ich noch eine Münze kriege, ist das eigentlich ganz geil. Ich würde gerne mal gucken. Da haben wir doch eine. Ob wir vielleicht das ein bisschen forcen können, dass wir... oh, ich glaube, das wird nichts. Hier direkt in der ersten Ebene. Na, ich glaube, das wird nichts. Dafür haben wir zu wenig Leben hier auf der... Dafür haben wir zu wenig Leben hier auf der Ebene rumliegen. Gut, das war... Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Gut, wir nehmen das blaue Herz mit. Wir nehmen das rote Herz mit. Und wir gehen weiter. Wir kommen an das Geld nicht ran. Wir haben keine Bombe. Ja, vielleicht kriegen wir aber eine. Aber noch ein halbes rotes Herz. Ja, wir gehen die normale. Wir gehen die normalen Ebenen durch erstmal. Und noch ein Burning Basement. Kacki. Okay. Nee, dann gehen wir lieber auf... gehen wir lieber auf Angel Deals. Wir gehen auf Nummer sicher. Bei Angel Deals weiß ich, dass ich sie definitiv bekommen kann. Ja, wir wollen auf jeden Fall nochmal zu Mega-Satan. Hat, wie gesagt, den Grund, dass ich da etwas freischalte, was ich unbedingt haben möchte. Nämlich das Crane Game. Anemic. Könnt ihr bitte mal ein bisschen stillhalten, dass ich euch treffen kann? Das wäre sehr lieb. Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Dankeschön. So, und wir haben gleich auch wieder Berserk-Mode. Und dann würde ich erstmal durchrennen, soweit ich komme. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, yes. Na komm. Oh, ja. Oh, stirb. Stirb. Oh Gott, weiter. Schnell. Und immer schön den Berserk verlängern. Okay. Ich habe gut Damage gedealt an der Stelle. Sehr nice. Gib mir das HP ab.
plus Damage ab und jetzt suchen wir uns noch den Shop und werden noch hier den Rest der Ebene erkunden. Andererseits würde ich auch hier gerne versuchen, in den Boss Rush zu kommen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Man muss fairerweise dazu sagen, ich habe eh jetzt nicht genug Geld, um in den Shop zu gehen, um da irgendwas Cooles rauszuholen, weswegen wir jetzt einfach weitergehen. Wir werden jetzt einfach weitergehen, komm. Einfach tun, einfach Marro. Wir sind jetzt einfach ein Marro, kein Larro. Okay, Curse of the Dunkel. Okay. Ich glaube, Birthright bringt mir bei ihm, dass der Berserk-Mode einfach verlängert wird. Dass der länger anhält. Entweder, dass er früher triggert oder länger anhält. Eins von beiden. Aua. Nicht cool. Nicht cool. Oh. Okay. Schnell, schnell, schnell. Okay. Au. Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Was haben wir hier? Cool. Was haben wir hier? Cool. Oh Gott. Hier noch und da noch. So viel wie möglich mitnehmen, wie gesagt. Sehr geil. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Oh mein Gott, ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Es ist Mars, okay. Hier haben wir den Itemraum. Oh Gott. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. So. Okay. Nur noch ein rotes Herz. Ist ganz cool. Robo Baby 2.0. Alles klar. Jetzt haben wir gleich Berserk Mode. Ich muss es tun. Weil es hätte sein können, dass wir hier ein blaues Herz haben. Lass mich mal kurz meine Deal-Chance erhöhen. Oh, 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 oh. Das ist gut. Na, nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber eventuell sogar besser als das, was ich mir erhofft habe. Okay. Wir waren schon im Itemraum. Da hatten wir das Robo-Baby 2.0. Okay, dann lass mich mal zum Boss. Okay, Chubb ist easy. Okay. Ich war gerade am Überlegen, ob wir einfach eine Bombe einsetzen, um ihn ein bisschen schneller zu besiegen. Allerdings muss ich ja auch erwägen, falls ich einen Angel Deal bekomme, dass ich ja auch noch eine Bombe brauche. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Wir haben hier alles. Let's go, Flooded Caves. Unsere Tears Rate ist jetzt auch wesentlich besser. Dank Binky. Eine Black Rune ist auch mega cool. Die setze ich hier auch direkt ein. Ja, das war schlecht, wenn wir ehrlich sind. Das war schlecht. Das war schlechtes Timing. Okay. Auch hier wieder einfach aufpassen, dass wir jetzt nicht so viel getroffen werden. Und hoffen, dass wir vielleicht doch noch sogar ein blaues Herz kriegen. So.
Okay. Ja, das hätte ich nicht tun sollen mit der Bombe gerade. Ich hätte doch schon eine erhöhte Chance auf einen Deal hab gerade. Okay, okay, okay. Wir haben wieder eine Bombe. Sehr schön. Blue Baby Soul. Was haben wir denn hier drin? Okay. Wir müssen durch den großen Raum. Doof. Ah, den Berserk konnte ich gerade nicht so gut ausspielen. Aber ich habe auch viel zu viel Angst, getroffen zu werden gerade. Muss ich gestehen. Was haben wir hier? Sister Maggie. Wir gehen auf Conjoint zu gerade. Card Against Humanity. Ich glaube, die habe ich auch noch gar nicht gehabt, ne? Okay. Dann werden wir das jetzt tatsächlich mal hier in diesem Raum machen. Mit der Card Against Humanity. Und hoffen, dass wir genau sowas bekommen. So. Ja, ein paar Fliegen. Ja, vielleicht auch eine Petrified Poop wäre ganz cool. Nur für diesen Raum allerdings. Aber Card Against Humanity ist auf jeden Fall mega nice in solchen großen Räumen. Kostet natürlich Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Aber die Zeit müssen wir uns mal nehmen. Gerade weil es gibt uns Geld, es gibt uns Möglichkeiten. So. Okay. Ich meine, alles in allem würde ich Blue Babies Lost Soul so oder so lieber mitnehmen als Petrified Poop. Das ist halt sehr spät jetzt gespawnt, ne? Wir hätten hier viel mehr rausholen können, wenn wir die ein bisschen früher gekriegt hätten. So. Dann mal auf zum Boss. Uf, Basse. Noch ein bisschen Geld, sehr schön. Oh, was haben wir denn hier für eine Pille? Shot Speeddown. Ja, nicht ganz so cool. Okay, Wheel of Fortune. Aber wir nehmen die Empress mit. Okay, das machen wir. Das machen wir auch. Und Genesis werde ich nicht nutzen. Dafür finde ich meine Items, die ich bisher habe, viel zu geil. Okay. Weiter. Warte mal, was war hier? Wheel of Fortune, genau. Mal einmal machen, einmal in die Luft sprengen für ein bisschen Geld oder sowas. Genau, und weiter geht's. So, hier musste ich einen ganz kurzen Cut machen. Weil ich mal wieder ein kleines Dürstlein hatte. Und dementsprechend auch vermeiden wollte, dass ich hier wieder in die Aufnahme reinhuste. So. Kriegen gleich wieder Berserk.
Ach, schade. Ich habe gehofft, ich krieg ihn noch mit Berserk, aber okay. War wohl nicht der Fall. Oh, ein blaues Herz. Blaues Herz ist cool. Ja, unser Damage ist gerade tatsächlich ganz okay. Wird nicht das Allerbeste vom Allerbestesten, aber ganz okay. So, und ich meine, unser Berserk, der skaliert auch mit unserem Damage. Ich bin mir da allerdings nicht so ganz sicher. Oh, hier hätte ich sogar ein HP-Up mitgenommen. Ja, das konnte ich einfach nicht besser timen. Warte mal, macht das auch eine erhöhte Chance auf... Nee, es macht nur eine erhöhte Chance auf Eternal Hearts. Also wir werden hier, wie gesagt, versuchen, nochmal zu Mega-Satan zu kommen. Der Unterschied allerdings zu zum Beispiel letzten Folge ist aber, dass wir hier definitiv einmal versuchen, über Blue Baby dahin zu kommen. Ach, Kacki. Ah, solche Sackgassen sind dann schon echte Downer. Honestly. The Tower. The Tower. Okay, was haben wir hier? Die Leiter. Wisst ihr eigentlich, was die Leiter kann? Ich lasse es, Freunde. Ich will jetzt nur mal kurz meine Angel Deal Chance erhöhen. Deswegen machen wir das hier. So. Im Itemraum waren wir auch noch nicht. Der splittet sich wahrscheinlich in zwei Gegner. So. Okay, wir sprengen einmal hier. Sprengen einmal hier für das Geld. Können wir ganz gut gebrauchen. Hey, Matt. So. Und jetzt sollten wir wieder Berserk-Mode bekommen. Oh, das ist sehr nice. Back-to-back zwei Angel Deals. Und das ist das Trinity Shield. Das kann man definitiv mal mitnehmen. Das war ein Fail auf ganzer Ebene. Sehr nice. Okay. Oh shit. Oh shit. Okay, Trinity Shield finde ich aber tatsächlich ganz, ganz geil. Ist mir zu gefährlich. Ich will jetzt nicht so viel Damage fressen. Ich habe nur ein blaues und ein schwarzes Herz. Und das ist es mir nicht wert, die zu verlieren. Yep. Weiter. Okay, genau da möchte ich hin. Genau da wollen wir hin. So. Okay. Oh, Scatter Bombs. Ja, wirklich gelohnt hat sich's nicht. Aber okay. Ich hätte ein bisschen Zeit sparen können. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Liebe Freunde, ich komme aus der Schweiz. Nein, komme ich nicht. Ja, so viel dazu, ne? Wenn ich mich jetzt ein bisschen beeile, komme ich sogar noch zum Boss Rush. Aber nur... wenn ich mich beeile. Was wir aber auch machen können, ist Folgendes. Hoffen, dass wir jetzt so schnell wie möglich den, markierten Schädel finden. Und dann so schnell wie möglich den, Boss finden. So, also den Boss habe ich schon mal. Aber ich kann mich gerade nicht raus teleportieren.
ohne eine Fool-Karte oder was anderes. Ich könnte natürlich auch sagen, komm, scheiß auf Itemraum, aber nein. Schnell, 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 schnell jetzt. Jetzt schnell. Die Zeit muss ich mir nehmen. Ich habe 40 Sekunden Zeit, um. Also, ich habe jetzt gleich 30 Sekunden Zeit, um Mom zu besiegen und in den Boss Rush eben mal fix reinzugehen. So. Oh komm, gib mir Berserk, gib mir Berserk, gib mir Berserk. Holy moly, wir haben es geschafft. Die 100, nein danke. Sprinkler, nein. Libra, Tooth and Nail ist da ja schon fast das Beste. Au. Okay. Ach ja. Ein Boss Rush mit einem Charakter, der unglaublich von Nahkampf profitiert. So. Als Spieler, der nicht gerne in den Nahkampf reingeht. Aber wir müssen halt unsere Stärken ausspielen. Aua. Oh, irgendwie fühle ich mich unglaublich langsam aber auch, ne? Stop it. Ich muss erst Gertie Jr. besiegen. Es muss erst Gertie Jr. sein. Scheiße. Weil blaues Herz. Oh, das können wir jetzt vergessen. Ja, er chargt nur einmal. Okay. Au. Okay. Mich nicht alles täuscht, ist hier gerade schon wieder irgendwo ein Herz gespawnt. Okay. Okay, jetzt geht's gerade sehr schnell mit dem Berserk. Ich habe ihn leider nicht schnell genug down gekriegt. Macht aber nichts. Dynamic ist übrigens ganz geil. Oh shit. Oh, es ist Bloat. Okay. Es ist Bloat. An denen wir mit dem Berserk-Mode nicht wirklich rankommen. Okay. Au. Da. Sehr cool, sehr cool. Sehr cool. Okay. Friss. Oh, schade. Friss. Sehr cool.
Okay, das ist noch eine Bombe. Schade, immer noch nicht. Aber jetzt. Sehr nice. Oh, er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Oh mein Gott. Okay. Ich hätte schwören können, dass er schon tot ist. Okay. Oh, ganz viel Damage an Gicht gemacht. Sehr schön. Nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, aber immerhin. So. Hier hinten noch ein blaues Herz und dass ich gleich mit Tooth und Nail drankomme, wenn wir den Boss Rush geschafft haben. Ja, wir haben jetzt gleich übrigens Back-to-Back mit zwei neuen Tainted Charaktern einen Boss Rush geschafft, ne? Mit Eve und mit Samson dann. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich hier noch sterben werde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, trotzdem müssen wir aufpassen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir unbesiegbar sind. Bei weitem nicht. Okay. Au. Okay, okay, okay. Ich dachte übrigens eine ganze Zeit lang tatsächlich, dass wir diesen Berserk-Mode nur bekommen, wenn wir Damage bekommen. Aber dem ist natürlich nicht so. Okay. Das ist übrigens die vorletzte Ebene. Okay. Oh, yes. So viel Damage wie möglich machen. Sehr schön. Aua. Scheiß Aimbot. Aua. Sehr nice. Oh, Tough Love ist mega. So, wir warten jetzt erstmal ganz kurz. Klick, klick, klick. Jetzt. So, und jetzt haben wir schon mal eine Sache mit ihm, aber wir werden jetzt erstmal The Fool nutzen, um hier noch sowohl den Shop als auch den Itemraum zu finden. Die haben wir nämlich beide noch nicht. Und das wäre mir schon ein großes Anliegen. Hasch schaffen wir nicht mehr von der Zeit. Definitiv nicht. Dafür haben wir für den Boss Rush gerade zu lang gebraucht. Und ich werde den Boss Rush trotzdem uncut lassen und nicht fast forwarden, weil irgendwie fand ich den Kampf gerade mega cool. So. Außer ich krieg jetzt Mama Mega. Dann könnte man rein theoretisch Mama Mega mitnehmen bis zu Womp 2. Ich habe gerade vergessen, dass wie Berserk funktioniert. Ich muss hier einmal kurz durchrennen. Danke, Edmund. Schnell, 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 schnell. Okay. Hey, PhD. PhD ist ganz cool. Aber Conjoint auch. Aber PhD ist schon cool. Full Health. Das können wir mitnehmen. Okay. Ach, ich habe gedacht, ich könnte es ja dann wieder ablegen, aber... Blöd. War blöd. War blöd gedacht gerade von mir. Ja, komm. Lass mich mal gucken, ob ich noch Conjoint krieg. Kriege ich. So, und jetzt lass mich gucken, ob ich noch 5 Münzen zusammenkrieg. Wir haben ja hier durchaus noch ein bisschen was auf der Ebene liegen gelassen. Soul of Eve können wir mal mitnehmen.
Andererseits ist Full Health natürlich wesentlich besser mit so vielen roten Herzen. Ja. Ja, jetzt müssen wir das mit dem, entschuldigt bitte, mit dem Sacrifice Room auch nicht mehr machen. Was mache ich denn hier überhaupt? Was mache ich denn hier überhaupt? Lass mich mal gucken, ob hier der Secret Room ist. Au, oh, das war... Oh, und hier gibt es auch noch ein Item. An das ich nicht... Doch, ich komme ran. Sack of Sex. Spawns Sack. Every... Sack. Sack. Refagorat Deck. Okay. Okay. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen Damage gefressen und ein bisschen Zeit gebraucht in diesem Run. Oh wow, wenn ich jetzt direkt die Bossräume finden würde, könnte es sogar noch was werden, aber das müsste dann alles innerhalb von 30 Sekunden passieren. Nee, das wird nichts mehr. Gut. Dann lass mich mal hier Gegner besiegen. Hallo? Gib mir mal Berserk, bitte. Ja. Oh, das war eine, das war unsere Deal-Chance. Das war unsere Deal-Chance. Unsere allerletzte Deal-Chance. Nein, nicht schlimm. Vielleicht ja noch durch eine rote Kiste in einen Devil Deal reingeportet werden. Das könnte ja durchaus, oder einen Angel Deal besser gesagt, reingeportet werden. Das könnte ja durchaus noch eine Möglichkeit sein. Und zwar auch eine durchaus valide Möglichkeit, meiner Meinung nach. Schade, dass wir das nicht länger durchziehen konnten gerade. Weil Berserk mit, Conjoint ist schon mega cool. Wenn wir jetzt noch fliegen könnten, wäre noch cooler. So. Dann du noch. Und noch ein Rotten Heart. Ist natürlich gefährlich auf diesen Ebenen hier. Mit Rotten Hearts zu spielen. Aber okay. Let's Isaacs open shops for free. Aua. Das meine ich. Wir haben jetzt instant zwei Herzen verloren. Weil diese Sterbeanimation so lange gedauert hat, ne? So, wir nehmen natürlich Full Health mit. Wir werden natürlich gucken, dass wir hier beide halbe Herzen bekommen. Alter, ich bin viel zu ängstlich gerade. Gerade noch reingekommen. Okay. Zack. Und gleich noch gucken, dass wir den Secret Room finden. Scheiße. Natürlich sind hier keine Gegner drin. Au. Na, immerhin kriege ich mein blaues Herz wieder.
Immerhin kriege ich mein blaues Herz wieder. Okay, Secret Room könnte rein theoretisch hier sein. Ist er aber nicht. Secret Room könnte rein theoretisch hier sein. Ja, hat sich doch schon gelohnt, hier so rein zu rushen. Könnte rein theoretisch hier sein. Könnte auch hier sein. Da ist er auch. Cool, cool. So. Das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Aua. Der Coupon, der mir nichts bringt. Okay, vielleicht kriege ich hier noch irgendwas zum Rerollen, das wäre ganz cool. So. Okay. Du. Freunde, zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme, es ist 4.31 Uhr, ich bin null müde, weil ich einfach den ganzen Tag gepennt habe. Könnt ihr euch das vorstellen, einfach mal den ganzen Tag zu pennen? Wir gehen jetzt direkt zum... Wartet mal, bevor wir zum Boss gehen. Lass mich erstmal hier gucken. Nope. Warte, jetzt habe ich hier gar nicht geguckt, ne? Aber hier kann er nicht sein. Wo er sein kann, ist hier. Und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass der hier ist. Ja. Ja, das machen wir. Für ein HP ab oder so. Kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Eigentlich würde ich dich lieber in die Luft sprengen. Für eine erhöhte Deal-Chance. Aber andererseits... kann ich so ein HP-Up ganz gut gebrauchen, wenn du mir denn eins gibst. Gut, wenn er jetzt innerhalb von den letzten 13... Ja, okay, also... Also, ich könnte mir Geileres vorstellen. So ein HP-Up zum Beispiel, aber okay... Was will man machen? Was will man machen? Warte mal, dich habe ich schon in die Luft gesprengt. Was will man denn machen? Und jetzt, wenn ich jetzt noch so einen random Devil Deal, Angel Deal bekommen würde, würde ich es feiern. Oh, Skolex. Verlängern. Und draufhauen. So viel zum Draufhauen. Okay. Draufhauen wollte dann nicht so, wie ich wollte. Ja, komm. Tropikamide. So. Natürlich muss das Auge erstmal hier spawnen. Dann drüben auf der anderen Seite. So. Ah, ich würde behaupten, wir haben gut Damage gemacht. Okay. Gut ausweichen. Schade. Es wäre schön gewesen, aber es ist dann doch nicht der Fall gewesen. Aber, ey, ich werde hier diesen Raum machen. Das tatsächlich einfach nur, weil ich es kann. So. Boah, unser Damage ist wirklich nicht gut, ne? Also wir leben hier tatsächlich fast nur... Wow. Da ist das blaue Herz schon wieder weg. Wir leben hier fast tatsächlich nur von Berserk, ne? Ich bin an den Scheißsteinen hängen geblieben. Mann. Okay.
Ach Gott. Okay, wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Full Health haben. Ich würde mir die allerdings wirklich so lange wie möglich aufheben wollen für zum Beispiel Mega Satan. Okay. Genau, du stirbst nicht. Du stirbst einfach nicht, obwohl ich dich fünfmal gehittet habe. Alles klar, Spiel. Okay. Experimental Pill Speed Up. Sehr schön. Wir haben. Stimmt, ich habe vergessen, wir haben ja. Durchaus. Möglichkeiten. Ach so, ja. Gerade überlegt, warum wir das Buch abgelegt haben, aber klar, natürlich. Okay. Ist hier, wir kriegen hier ein Angel Deal Item. Und das hätte jetzt alles sein können, aber es war das Relic. Ist okay. Ich gehe davon aus, dass wir unser weißes Herz auch wieder verlieren. Wir machen halt echt keinen guten Damage. Das ist der Wahnsinn. Moment, hier ist ein Sack gespawnt. Wo? Ach, hier. Wir machen echt keinen guten Damage. Aber wir arbeiten damit. Wir werden damit arbeiten. Okay. Ich würde sagen, das sollte jetzt jeden Moment wieder passieren. Ich habe zwei verschiedene gerade angegriffen, das war ein Problem. Okay. Ja, ich könnte jetzt theoretisch wieder raus, weil ich die Tür aufgesprengt habe, aber andererseits, ich bin so weit in diesem Raum, dass ich da natürlich auch erstmal gucke, dass wir, oh nein. Komm, Berserk Me, ja. Berserk Me. Oh yeah. Komm schon, stirb schneller, bitte. Leck mich doch am Arsch, hey. Wirklich. Jedes Mal, ne? Diese Sterbeanimation, die dauert so lange, dass ich keine Chance habe, den Berserk mit in den nächsten Raum zu nehmen. Okay. Alles cool. Stirb, Auge. Heute nicht. Ja, gib her. Jetzt sollten wir gleich wieder einen Berserk haben. Das ist Range Up, das nehmen wir mal eben. Okay. Mhm. Sehr cool. Weiter, 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 weiter. Weiter, ja. Okay. Das war gerade eine sehr geile Strat. Das war eine sehr geile Strat, die wir da an den Tag gelegt haben. So. Oh, ich muss meine Pille noch holen. Ich muss die Pille noch wieder zurückholen. Die haben wir ja abgelegt, gerade für Chariot.
Ja, gut. Da kannst du nichts gegen machen. Gut. Oh mein Gott, das... Wir haben ein weiteres Ending. Das ist sehr, sehr geil. So, das dürfte die Full Health sein. Genau. Da haben wir noch eine Power Pill. Okay. Ich nehme natürlich Full Health mit, ne? Klar, aber... Gut zu wissen, dass wir hier noch sowas wie eine Power Pill haben. Also für den Fall der Fälle. Naja, gut, komm. Wir gehen jetzt weiter und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht so viele Probleme mit Megasatan bekommen werden. Distant Admiration finde ich sogar sehr geil. Die Shoki Milk. Lil Chest. Lodestone finde ich auch mega. So. Aua. Die Voraussetzung ist jetzt natürlich, dass wir es überhaupt schaffen, so weit zu kommen, dass wir Megasatan besiegen. Weil im Endeffekt, ich könnte jetzt direkt rein, aber ich will natürlich auch trotzdem Blue Baby besiegen, ne? Klar. Da war mir, mir war gerade, die Herzen wichtiger, als mit Berserk hier irgendwie durchzurushen. Okay. So. What the? Der ist hinter mich geflogen gerade. Alter! Okay. Okay. Oh, unser Damage ist wirklich ungeil. Boah, unser Damage ist wirklich ungeil. Ja, aber das, da könnten wir was Cooles rauskriegen. Okay, Crystal Ball. Dadurch haben wir schon mal die Map. Wir nehmen jetzt erstmal das Sun mit und lassen auch das blaue Herz liegen. Gehen jetzt zu Lamp. Ach, Lamp. Zu Blue Baby. Werden das erstmal besiegen. Und, sollten wir zu viel Damage bekommen, können wir diese Sun-Karte einsetzen. So. Sollten wir zu viel Damage bekommen, können wir die Sun-Karte einsetzen. Und sind dann wieder full life. Und dann können wir Richtung Megasatan doch mal die Full Health Pille mitnehmen. Kamikaze. Kann mir mal jemand kurz sagen, welches Spacebar-Item ich gerade abgelegt habe? Das Buch, ne? Aber Crystal Ball ist way stronger. Crystal Ball ist way stronger. So, weil ich dadurch auch jedes Mal... Kommt, dann nehmen wir die blauen Herzen jetzt einfach direkt mit. So.
okay. Ja. War doch ein guter Play gerade nochmal hier mit einer gechargten Attacke reinzuhauen. Oh mein Gott. Ja, bitte. Mit Schokomilk ist das mega nice. So. Okay. Wir haben hier einen echt guten... Wir haben hier echt gute Synergie. So. Auf zu Blue Baby. Okay. Die Überlegung wäre natürlich auch da, diese Sun-Karte einzusetzen, wenn die ganzen Todsünden bei Mega Satan auftauchen. Aber. Oh, was haben wir hier? 48 Hour Energy. Degas. Degas. Ja. The Fool, the Sun. The Sun natürlich. Gut, dann gehen wir den Weg wieder zurück, weil wir dadurch eventuell noch das ein oder andere Item spawnen können. Yeah, yeah. Oh, ja, Yamaha. Okay. Ein HP ab, sehr schön. Wheel of Fortune. Na, ist ein normales, das lohnt sich jetzt nicht. Gut, dann auf zu Mega Satan. Lass mich noch die Ebene zu Ende angucken. Ich habe viel zu viel Potenzial hier auf dieser Ebene. Ich habe viel zu viel Potenzial noch hier auf dieser Ebene. Ja, gimme, gimme. A Man After Midnight. Okay. Stirb. Sehr schön. So viel zum Potenzial auf dieser Ebene. Ich habe jetzt noch zwei Räume oder so. Komm, auf zu Mega Satan. Auf zu Mega Satan, um endlich das Crane Game freizuschalten. Damit ich meine Sucht befriedigen kann. What the fuck, wie früh spawnst du denn bitte ein paar Todsünden? Das hat so gar keinen Sinn ergeben. Aber ist okay. Ich beuge mich dem. Okay. Ich bleib dabei, dass unser Damage immer noch nicht so ultra gut ist, aber... Oh, die Wand, die ist in mir gespawnt gerade. Aber... durch Schokomilk und durch Berserk definitiv eine machbare Senke. Ah, das meine ich. Normalerweise braucht das immer voll lang, bis er sowas macht. Solche random Gegner nochmal dazwischen spawnt. Aber diesmal macht er das sofort einfach. Irgendwie, keine Ahnung. Okay. Oh
Okay, stirb. Stirb, Mega-Satan. Komm schon. Okay. Ja, die Phase sollten wir dann auch haben. Sehr schön. Alles klar. Auch hier gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir das nicht schaffen, witzigerweise. So. Ah, Lodestone könnte hier aber auch zu einem Nachteil werden für uns tatsächlich. Jetzt nicht. Jetzt ist es sogar ein sehr großer Vorteil. So, ich kann jetzt aber richtig spammen. So. Nein! Das war keine Absicht. Oh nein. Ich bin aus Versehen auf den Knopf für The Sun gekommen. Weil ich gerade so rumgespielt habe. Oh, ich wollte doch eigentlich, wenn wir... Ich wollte die eigentlich mitnehmen, falls es jetzt zu... Dingens geht. Zu Delirium. Ja, vielleicht geht es aber auch gar nicht zu Delirium. Mal gucken. Das geht zu Delirium. Scheiße. Ach, scheiße. Crane Game. Crane Game, da habt ihr es gesehen. Okay. Zack. Wir haben eine Map. Und wir gucken jetzt erstmal. Da kann er nicht sein. Da kann er nicht sein. Da wird er nicht sein. Da kann er nicht sein. Da, da und da. Also oben links und unten rechts die beiden. Da kann er sein. Alle anderen schließe ich mal taktisch aus. Wir gehen jetzt erstmal... da unten zu dem Boss. So. Okay, da haben wir auch mal wieder eine etwas längere Folge tatsächlich. Wobei, ich glaube, die letzte Folge dürfte auch etwas länger gewesen sein, trotz krassem Cut. Aber... ich muss jetzt unbedingt hoffen, dass wir wenigstens noch ein Damage abbekommen. Bevor wir Delirium finden. Okay. Oh, wow. Ganz kurz nicht aufgepasst. Oh, Magician. Magician heben wir uns definitiv auf für Delirium. So. Oh, yeah. Lodestone ist halt wirklich geil für Bullet Hell Gegner. Wie zum Beispiel Delirium. Okay. Oh, Isaac die zweite. So. Aber diesmal geht's noch schneller. Mr. Ich finde halt doch schon, dass der Crystal Ball mir gerade mehr bringt, weil ich dadurch halt auch Leben regeneriere. Suicide King, nein. Hä? Warum? Warum sollte man sowas tun? Sterbeanimation ist eh zu lang. So. Oh, da haben wir das erste Crane Game. Freunde. Freunde. Endlich kann ich suchten. Jetzt kann ich meine Sucht befriedigen. So, da haben wir einen D20. Everything Jar brauchen wir jetzt nicht, aber okay. Wir spielen trotzdem weiter. Und wir kriegen das Everything Jar. Was ist das dritte Item? Ohne Botfly. Die Botfly kann sehr, sehr geil sein.
Komm schon, gib mir die Botfly. Gib mir Botfly. Gib mir Botfly. Gib mir Botfly. Ja, und das dritte Item haben wir damit auch. Geil. Damit auch noch ein Luck Up. Geil. Botfly will ich haben. So. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Zu den Gegnern. Zu den Bossen. Das ist geil, wenn du King Baby hast. Okay. 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 Hier lebt noch irgendwo was? Da. Und da. Cool, cool. The Lovers. Moment mal, wo ist meine Magician? Nein, ich will die Extension Cord. Und ich will meine Magician. Da ist er. Falls ich jetzt doch irgendwie in Delirium reinrenne, habe ich wenigstens meine Magician. Hallo? Hallo? Ein Schlüssel? Gib mir. Ist durchaus möglich, dass es trotzdem einer von denen da oben ist, ne? Aber... Hallo? 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 Okay. Aber irgendwie rechne ich nicht damit. Vor allem nicht mit ihm hier. Oh, es ist Satan. Okay. Okay. Dann. Schade, dass das nicht einfach als Satan-Kill zählt, ne? Das würde so viel vereinfachen. Aber ich glaube, das ist auch genau die Sache. Es würde so viel vereinfachen. Vade Retro. Oh, wir haben noch eine zweite Magician. Dann könnte ich jetzt eine einsetzen. Nicht bei Forsaken. Forsaken ist ein Lappen. Forsaken ist einer der einfachsten Bosse, die es hier gibt. Judgment. Ja, gib mir einmal Guppy's Paw. Und lass mich einmal hier zocken. Ja, komm, ich spreng dich in die Luft. Das dauert mir jetzt zu lang. So. Ja, wobei mir Guppy's Paw auch schon den Arsch retten könnte. Könnte. Der Hierophant. Entschuldigt bitte. Stigmata. Boah, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich werde jetzt Guppy's Paw mitnehmen. Und sollte ich... Und jedes Mal, wenn ich ein rotes Herz verliere, werden wir es einmal einsetzen. Was übrigens nichts daran ändert, dass ich jetzt nochmal kurz zurück muss, um mir meine Magician wieder zu holen. Shot speed up. Shot speed up. Die war hier oben. Ja, Locus of Pestilence, alles cool. Ich will lieber meine Cord. Warum? Ah, weil ich in die Richtung geschossen habe als letztes. Okay. Lass mich mal gucken. Vielleicht ist das jetzt direkt. Brauche ich gar nicht, ne? Den Schlüssel. Aber habe ich zu spät kapiert gerade? Warte mal. Ja, okay. Ne, das ist er nicht. Okay.
Aber auch vollkommen okay. So. Nur die Items, die ich gerade krieg, sind so lala. Ich bin ja froh, dass ich mit Stigmata jetzt wenigstens irgendwie mal sowas wie ein Damage abgekriegt habe. So gefühlt mein erstes nach, wie heißt's, nach dem Halo. Au. Okay. Na komm, wir sprengen hier mal ein bisschen. In der Hoffnung, doch vielleicht noch ein blaues Herz rauszukriegen. Kriegen wir aber nicht. Aber hier kriegen wir eins. Also oben ist er am unwahrscheinlichsten. Also hier. Warum will ich wieder zurück? Ich will doch hier lang. Ich will doch hier lang. So. Was haben wir denn hier in der Kiste drin? Geld. Okay. Es ist möglich, dass er da drin ist, ne, Delirium, aber das ist der unwahrscheinlichste Spot. So. Scheiß drauf, komm. Loki! Brown Nugget. Ach du Scheiße. Ey, wirklich, die Items, die ich aber auch bekomme, die sind anders. Die sind anders. Anders, anders. Na, hier könnte er sein. Und wenn er es ist, dann ist es halt. Nö. Aber auch nicht schwach. Wow. Okay. Ich glaube, es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass der da oben links ist. Aber das wäre vollkommen okay, wenn ich vorher alle anderen Bosse besiegen müsste. Ja. Ja, immerhin Range. So, hier haben wir den Secret Room. Okay, der war jetzt nicht ganz so geil, der Secret Room, aber okay. Ich habe halt immer wieder dieses Bedürfnis, nochmal zurückzulaufen, mir ein blaues Herz zu holen. Dann denke ich mir aber, ey komm, ich hab Guppies Paw. Was soll schon schief gehen? So. Und dann ist hier jetzt definitiv Delirium. So. Und an der Stelle jetzt, wie gesagt, sobald wir ein rotes Herz verlieren, werden wir Guppies Paw einmal einsetzen. Haben wir gerade gut Damage gemacht, weil das eine der Phasen ist, die keine Boss-Armor hat. So. Okay. Aber krass, dass ich hier wenigstens die Chance bekomme, Delirium zu besiegen. Bei Tainted Lost hatten wir die Möglichkeit leider nicht. So. Na, ich glaube, die Strat hier mit rotes Herz verlieren und Guppies Paw einsetzen ist wesentlich besser als ähm,
so eine Full-Health-Pille. Oder eine The Sun. Ja, wir haben ihn gleich. Der ist gleich down. Das war jetzt just for the lulz, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Berserk has appeared in the basement. Ich würde mich auch über das ein oder andere Kommentar freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir The Binding of Isaac spielen, logischerweise. Wo immer denn? Da. Bis dahin. Ciao, ciao. Schade, dass es nicht für Hasch gereicht hat.